Guten Tag und herzlich willkommen auf dem Livestream-Kanal der Terstlichen Kirche Düsseldorf. Übertragen wird die Terstlichen Vesper-Soiree am Sonntag heute mit dem Thema Grüße an Kommilitonen und Brüder im Geiste. Es ist bereits das dritte Programm mit dieser Überschrift, das ich zusammengestellt habe, heute allerdings zum ersten Mal nicht mit Zuhörern in der Kirche, sondern nur Livestream im Netz. Mein Name ist Oskar Gottlieb Blahr. Ich bin Komponist und Kantor in Düsseldorf schon seit mehreren Jahren und danke der Terstlichen Gemeinde, dass ich auch nach meiner offiziellen Dienstzeit in den Herren der Kirche hier für ausgesuchte Sachen ein schönes Haus und eine Heimat habe. Ich danke aber auch den freundlichen Menschen vom Kulturamt der Stadt Düsseldorf, dass sie auch dieses Programm wieder unterstützt haben. Danken möchte ich auch allen Mitwirkenden, die für nur kleines Honorar, also wie man in Düsseldorf so sagt, für peu d'argent und zum Teil sogar honoris causa, sich der Sache der neuen Musik angenommen habe. Ich werde die Menschen im Laufe des Programms vorstellen. Nun das Programm. Das erste Stück, Titel Jerusalem, Psalm 122, Rezitativ für Sopran und Orgel, komponiert 2018. Der Komponist ist Helmut Barbe aus Berlin. Er wurde 1927 in Halle an der Saale in einem Pfarrhaus geboren, studierte in Berlin und machte große Karriere als Kirchenmusiker, Dirigent, Hochschullehrer und Komponist. Für mich war er ein Vorbild und wahrer Bruder im Geiste, denn er schrieb nicht nur ein komplettes Repertoire an kunstvoller zeitgenössischer Kirchenmusik und wurde beneidenswert oft aufgeführt, sondern er schrieb auch bereits 1956 die Bühnenmusik zu dem Musical Hallelujah Billy, wo es um die Musik der farbigen Christen in den USA geht, also um Swinging Music. Das Gemeindelied in diesem Stück, Diesen Weg, Herr, diesen Weg, lass uns gehen, di, di, do, di, di, do, di, do, do, da und so weiter, machte schnell die Runde und stand, sicher ohne es zu wollen, am Anfang der Welle der sogenannten neuen geistlichen Lieder, die ab 1963 so richtig in Gang kamen. Helmut Barbe war so um 1970 auch nach Düsseldorf zu einer Tagung über neues Lied gekommen und überraschte uns mit der Aufnahme eines kristallklaren Violinkonzertes, in dem er sich als Meister der Zwölftonmusik und der seriellen Musik auswies. Mein Lieblingsstück von ihm war sein lateinisches Canticum Simeonis, der Lobgesang des Simeon für Tenorsolo, Chor und Orchester. Ich habe das Stück wiederholt in Düsseldorf aufgeführt, immer zusammen mit der Weihnachtshistorie von Heinrich Schütz. Die schätzte der Helmut Barbe ebenso wie ich. Dazu waren wir eines Sinnes in der Verehrung für Igor Strawinsky. Zum ersten Mal haben wir heute eine Sängerin im Programm. Es ist Irene Kurka, hierzulande etabliert als Spezialistin für neue Musik. Irene Kurka brachte den Psalm 122 Jerusalem von einem ihrer Konzerte in Berlin mit und sang dort in Gegenwart des Komponisten. An der Orgel hören Sie Yannick Schröder. Er ist der neue Kantor der Auferstehungskirche in Düsseldorf-Oberkassel. Er ist dort Organist an der großen Europa-Orgel Felix Mendelssohn.
Bevor aber das Rezitativ Jerusalem, Psalm 122, Shalu Shalom Jerusalem von Helmut Barbe losgeht, wird die gastgebende Pfarrerin Felicitas Scholz-Hoffmann uns den Text aus dem Buch der Psalmen vorlesen. Ein Segenswunsch für Jerusalem. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Glück. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Und um meiner Brüder und Freunde willen, will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Yes.
Das nächste Stück heißt Permanent Isolation und ist komponiert für Altsaxophon und Klavier. Komponist ist Michael Rische. Das Stück entstand 1995 und wurde 1996 in der Abtei Brauweiler uraufgeführt, Dauer 5 Minuten. Nach sehr ruhigem und sehr leisen Anfang nimmt das Stück dann zunehmend Fahrt auf und steigert sich besonders im Klavier zu virtuosen Gesten. Das ist nicht verwunderlich, denn Michael Rische ist geborener Pianist. Sein kompositorisches Handwerk lernte er in der Klasse von Professor Günter Becker bei uns in der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Insofern sind Michael Rische und ich Kommilitonen. Bruder im Geiste war er aber schon sehr früh für mich deswegen, weil er zusammen mit einem anderen sehr guten Düsseldorfer Pianisten, mit Udo Falkner, den riesigen Klavierzyklus Vision de l'Amen, die armen Visionen
von Olivier Messiaen nicht nur einmal in Düsseldorf spielte. Eigene Wege ging Michael Rische unter anderem dadurch, dass er sich für die Musik des von den Nazis verfemten Erwin Schulhoff einsetzt. Mal sehen, vielleicht, wenn wir am Ende noch Zeit haben, hören wir ein kleines Stück von Erwin Schulhoff. International bekannt wurde Michael Rische durch sein anhaltendes Engagement für den Bachsohn Karl Philipp Emanuel. Es ist kaum bekannt, dass es von diesem Bach etwa 52 aufregende Klavierkonzerte gibt. 18 davon hat Bruder Michael auf CD eingespielt. Dabei kam auch seine kompositorische Ader zum Tragen, denn mehrere Kadenzen in diesen Konzerten hat Michael Rische neu komponiert. Ich bin gespannt, welche Metamorphosen er noch an den Tag legen wird. Jetzt ist er Aachener geworden und arbeitet dort als Klavierprofessor an der Hochschule. Die Ausführenden seiner Komposition Permanent Isolation sind Vardy Hamburg als Saxophon und Yukiko Fujieda, Klavier. Beide Musikerinnen sind hierzulande bestens bekannt. Beide sind Mitglied des von Marc Andreas Schlingensiepen geleiteten und programmierten Ensembles Not Tabu. Jetzt also Permanent Isolation für Altsaxophon und Klavier von Michael Rische.
Jetzt ein Werkstück für Orgel Solo. Drei Verse aus dem Zyklus Vater Unser im Himmelreich, Nonstrophen für Orgel. Das Werk wurde 1963 komponiert. Der Komponist ist Manfred Kluge aus Lübeck. In den gängigen Lexika wird man ihn wohl kaum finden. Dennoch war er ein wichtiger Bruder im Geiste. Wichtig als Organist, Dirigent, Hochschullehrer und Komponist, er war einer der ersten Kantoren in deutschen Landen, der die Bedeutung von Igor Stravinsky und Olivier Messiaen erkannt hatte und für deren Werke eintrat. Ich lernte ihn als kleines Bürschlein in kurzen Hosen auf dem Jugendhof in Hamburg-Barsbüttel kennen. Manfred Kluge war ständig umgeben von einer Schar ihn anhimmelnder, hübscher Studentinnen und er spielte auswendig Stravinskys Klaviersonate 1924 und sang dann mit den jungen Ladies die Messe von Stravinsky, die damals ganz neu war, wobei er das zehnstimmige Bläserensemble aus einer klitzekleinen Originalpartitur auf dem Klavier spielte. Ich ahnte damals nicht, dass dieser junge Apollo beinahe mein Kollege in Düsseldorf geworden wäre. Als nämlich mein quasi Großvater Professor Gerhard Schwarz 1967 in Pension ging, kam auch Manfred Kluge nach Düsseldorf, um sich die große Johannesorgel und die Johanneskirche anzusehen. Seltsam, obwohl Manfred Kluge da noch ein junger Mann war, wirkte er auf mich irgendwie glanzlos und bedrückt. Er kam nicht zu uns. Er blieb in seiner bilderbuchschönen Ägidienkirche in Lübeck, für die er eine wirklich wunderbare Kantate über die Figuren des Lettners geschrieben hatte. Die leergeräumte Johanneskirche fand er irgendwie fade und fremd. Ich habe seine Absage damals bedauert, aber nicht sehr lange, denn statt seiner kam Almut Rössler, die damals hier in der Terstegenkirche wirkte. Mit Almut habe ich dann die drei großen Messiaen-Feste gemacht und das Stravinsky-Fest und die Reihe von Messiaen-Aufnahmen bei Schwann, die es sogar zum Deutschen Schallplattenpreis brachten. Manfred Kluge endete mit einem tragischen Tod. Seine Kompositionen aber haben trotz ihrer Strenge ihre wunderbare Frische behalten. Ich bin dem jungen Kollegen Jannik Schröder dankbar, dass er heute für uns sein Repertoire um Manfred Kluge erweitert. Von den 9 Orgelversen über Luthers Vaterunserlied hören wir die ersten 3. Zuvor aber die ersten 3 Verse des Luthertextes gelesen. Vater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleich Brüder sein und dich rufen an und willst das Beten von uns hahn. Gib, dass nicht bet allein der Mund, hilf, dass es geh von Herzensgrund. Geheiligt werd der Name dein, dein Wort bei uns hilf halten rein, dass auch wir leben heiliglich nach deinem Namen würdiglich. Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, das arm verführet Volk bekehr.
Es kommt dein Reich zu dieser Zeit und dort hernach in Ewigkeit. Der Heilig Geist uns wohne bei mit seinen Gaben mancherlei. Des Satans Zorn und Großgewalt zerbrich, vor ihm dein Kirch erhalt. Amen.
Mit dem nun folgenden Stück hat es eine besondere Bewandtnis. Es ist ein Duo für Sopran und Flöte auf einen Text von Rosa Ausländer, Blinder Sommer. Der 2018 zu jung verstorbene Bandleader und Flötist Hermann Gehlen gab es mir, damit wir es in meinem Zyklus dreimal neu aufführen sollten. Im Juni 1986 gab es ein Konzert, in dem wir die Ergebnisse des Rosa-Ausländer-Wettbewerbes vorstellten, den das Düsseldorfer Kulturamt bereits ein paar Jahre vorher ausgeschrieben hatte. Ich nahm das Stück von Hermann Gehlen ins Programm, fragte mich aber, wie wohl ein als Jazzmusiker bekannter Komponist in die Umgebung von Avantgarde-Musik passen wird. Alle waren erstaunt, und ich auch, dass Hermann Gehlen auch das konnte. Neue Musik schreiben mit allen Zeichen der Gegenwart, Flageolets, Multiphonics, Frullati und so weiter. Die Singstimme war auch nicht ohne, extrem gefordert sogar. Nun hatten wir in jenen Tagen eine junge Amerikanerin, Lizzie Bollinger, die sang alles locker weg, Webern, Boulez, Stockhausen. Und das wusste Hermann Gehlen und nutzte es aus. Die Aufführung war auch erfolgreich. Dennoch hatte der Komponist dieses Stück und auch andere seiner Partituren vernichtet. Warum, fragte ich mich. Niemand weiß es, auch nicht seine Frau Rita. Was also tun? Ich wollte das Stück unbedingt haben. Zufällig fand ich ein altes Tonband von der Uraufführung. Und glücklicherweise fand sich jemand, der die komplizierten Strukturen nach Gehör abschreiben konnte. Es ist mein Kollege Ulrich Leikamm. Der hat das absolute Gehör. Und er sagte mir, ich versuch's mal. Er musste allerdings ziemlich lange versuchen. Schließlich hat er das Stück aber vom Band aufs Notenpapier gebracht, sodass wir das Stück hier spielen können. Es erklingt heute wieder nach 35 Jahren. Die Ausführenden heute sind Irene Kurka, Sopran, die Sie bereits kennen, und der Flötist Stefan Oechsle. Übrigens, die Rekonstruktion der Komposition auf den Text von Rosa Ausländer kommt zur richtigen Zeit. Denn in diesem Jahr wird der 120. Geburtstag von Rosa Ausländer in Düsseldorf gefeiert. Gestern war großes Konzert in der Mutterhauskirche in Kaiserswerth. Und in wenigen Tagen öffnet eine Ausstellung für unsere Rose im Gerhard-Hauptmann-Haus. Vor der Vertonung hören Sie aber zunächst den Text der Rosa Ausländer. Blinder Sommer. Die Rosen schmecken ranzig rot. Es ist ein saurer Sommer in der Welt. Die Beeren füllen sich mit Tinte und auf der Lammhaut raut das Pergament. Das Himbeerfeuer ist erloschen. Es ist ein Aschensommer in der Welt. Die Menschen gehen mit gesenkten Lidern am rostigen Rosenufer auf und ab. Sie warten auf die Post der weißen Taube aus einem fremden Sommer in der Welt.
Die Brücke aus pedantischen Metallen darf nur betreten, wer den Marschschritt hat. Die Schwalbe findet nicht nach Süden. Es ist ein blinder Sommer in der Welt. Thank you.
Die folgenden Programmpunkte 5 und 6 enthalten zwei Arbeiten aus meiner Werkstatt. Gemeinsam diesen Stücken ist, dass sie meinem wohl wichtigsten Bruder im Geiste gewidmet sind. Es ist Professor Anatol Herzfeld, geboren in Insterburg, Ostpreußen, gestorben vor genau einem Jahr hier in Düsseldorf. Anatol, der Künstler, der auf der Museumsinsel Hombroch so raumgreifend und so unverwechselbar vertreten ist. Steingruppen, überlebensgroße Wächterfiguren aus Stahl, haushohe Holzplastiken, Bäume mit Blei ummantelt oder solche, um sich drin zu verstecken. Anatol, der immer politisch orientiert war und mit diesen Objekten, großen und klitzekleinen, man locker eine ganze Bilderbibel illustrieren könnte, ein ganzes Bibelmuseum füllen könnte. Über 40 Jahre waren Anatol und ich zusammen, waren uns nahe. Hier zunächst ein Orgelstück genannt, ein Albumblatt mit Polonaise, Professor Anatol Herzfeld zum 90. Geburtstag und Frau Erdmute und Sohn Heiko. Am 10. Mai des vergangenen Jahres starb er. Sein Grab liegt auf dem Nordfriedhof bei seinem Sohn Heiko. Die im Titel genannte Erdmute ist seine Frau, die in Marienwerder geboren wurde und zu deren Taufe im Dom dort die berühmte Wilhelm-Sauer-Orgel von 1864 erklang, jene Orgel, die gerade von einem Kreis von Freunden in einem ersten Schritt restauriert wird. In dem Orgelstück jetzt hören Sie den Choral »Jesu, geh voran auf der Lebensbahn«. Dieses Lied im Dreivierteltakt hat man in der Heimat Ost- und Westpreußen gerne zur Hochzeit gesungen, wenn das Brautpaar die Kirche betrat. Und dass dieser Choral auch zum heutigen Tage passt, mag ich Ihnen oder möchte ich Ihnen gerne sagen. Denn heute, vor 261 Jahren, wurde dessen Schöpfer, Nikolaus Graf von Zinzendorf, der fromme Gründervater, geboren. Heute, am Muttertag, am Europatag, am Sonntag Rogate, am Gebetssonntag, am Missionssonntag auch noch und am 100. Geburtstag von Sophie Scholl aus München, dem Nazi-Opfer der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Meine Anatol-Polonaise wurde am 21. Januar dieses Jahres fertig, pünktlich zu Anatols 90. Geburtstag. Es spielt wieder der verehrte junge Kollege Yannick Schröder. Und, attention, es ist eine Uraufführung.
zweite Stück für Anatol ist ein Kontrabass-Solo. Es entstand 2001 und heißt In Anatols masurischer Kirche. Dieses kleine Ölbild in rohem Holzrahmen ziert auch das Plakat für unsere Veranstaltung heute. Das Foto fertigte mein angeheirateter Sohn, der Meisterfotograf Gregor Guski. Von diesem Stück gibt es zwei Versionen. Die Uraufführung von 2001, wie oben gesagt, und eine Umgestaltung für Cello Solo aus diesem Jahr. Jetzt hören wir die Urfassung. Und in der gibt es Stellen, bei denen der Spieler mehrere Freiheiten hat. Die Freiheit zu improvisieren und auch die Freiheit, nach spontaner Eingebung komponierte Passagen wegzulassen, zu überspringen. Das heißt, jede Aufführung ist irgendwie anders. Für diese Freiheiten haben wir den richtigen Spieler. Es ist der Solobassist der Düsseldorfer Symphoniker, Wojciech Gula. Er hat auch damals die Uraufführung in meiner Dachwohnung in der Poststraße gespielt. Ich freue mich riesig, dass er auch heute mit seinem wertvollen Riesenstreichinstrument dabei ist. In Anatols masurischer Kirche am Bass Wojciech Gula.
Und nun das letzte Stück. Der Komponist ist Hermann Berlinski. Hermann Berlinski wurde in der Bachstadt Leipzig geboren. Dort studierte er Klavier, eine auffällige Begabung, sodass der Thomaskantor Karl Straube ihn in seine Orgelklasse übernehmen wollte. Aber der Jungstar Hermann sagte: Als Jude habe ich keine Zukunft mit der Orgel. Und als die Nazis an die Macht kamen, zog Berlinski nach Paris. Dort studierte er Komposition bei der allseits bekannten Nadia Boulanger, die ja auch den Tango-König Astor Piazzolla unterrichtet hatte. Und Hermann Berlinski kam in Paris schließlich doch auch noch zur Orgel. Marcel Dupré nahm ihn in seine Klasse ans Conservatoire in Paris. Und als die Nazis nach Paris kamen, konnte Berlinski in die USA fliehen. Dort machte er an Synagogen mit Orgel schnell Karriere. Karriere als Organist und Komponist. Er stieg auf als Minister of Music des Emanuel Temple in Washington. 1967 kam Hermann Berlinski nach Düsseldorf an die frisch gebackene Neanderorgel, von der hatte er gehört. Schon da begann unsere Freundschaft und unsere Bruderschaft. Er kam regelmäßig wieder, machte Aufnahmen an der Neanderorgel mit seiner dritten Orgelsymphonie David und Goliath. Einmal war er auch in der Kreuzkirche, als die Neanderorgel überholt wurde. Von Berlinskis Kompositionen ist mir besonders lieb die Kantate Gebet des Friedrich Bonhoeffer, ein Stück, das er 1991 schrieb und das ich kurz danach in Jerusalem gehört hatte. Der Jude Berlinski schrieb ein Stück für den evangelischen Pfarrer und Märtyrer Dietrich Bonhoeffer. Mein erster Nachfolger an der Neanderkirche, Martin Schmeding, hat diese Kantate hier in Düsseldorf zur Erstaufführung gebracht. Ich habe dabei als Altkantor ganz bescheiden im Chor mitgesungen. Hermann Berlinski hat in dieser Kantate Gebetstexte von Bonhoeffer vertont und drei Sopranteile auf Texte aus dem Hohenlied, dem Shir HaShirim. Dazu wählte er die Übersetzung von Martin Buber. Hören Sie zum Schluss das dritte Sopranlied. Die Besetzung ist Sopran, Flöte, Klavier und Schlagzeug. Zunächst aber der Text. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, denn Liebe ist stark wie der Tod. Setze mich wie ein Siegel dir auf das Herz, wie einen Siegelreif dir um den Arm. Denn gewaltsam wie der Tod ist die Liebe, Brandvogel, Feuergeier. Hart wie das Gruftreich das Eifern. Ihr Flitze, Feuerflitze, eine Lohe, oh, von ihm her. Die vielen Wasser vermögen nicht, die Liebe zu löschen. Die Ströme können sie nicht überfluten.
mir der Freund Rische dringend ans Herz gelegt, der ja ein großer Fan von Schulhof ist. Also einer aus Aachen wird uns gerne zuhören und ich weiß auch,